und wir befinden uns schon fast in einer flachen Pfanne. Ein paar Dünen sind hier rechts zu sehen. Das sind aber noch nicht die hohen Dünen von Mitsuga. Im Hintergrund sind wieder diese Tafelberge. Vielleicht fahren wir auch gerade auf einen. Wissen es noch nicht. Hier drüben versuchen sie wie bei uns an der Küste die Dünen einzufangen, indem sie da Palmenzweige und ähnliches reinstecken. Und so halb scheint es auch zu funktionieren. Zumindest sammelt sich da eine ganze Menge Sand. Und Rosa freut sich schon auf die erste Wüstentour. Die erste Sanddüne auch gehört dir. Hast du Angst, dass du dich festfährst? Ey, ich schenke dir deinen Lebenstraum und die erste Sanddüne gehört dir und du sagst, ich hab Schiss? Ja. Nee, dann ist die erste Sanddüne meine. Du darfst buddeln. Nee. Doch. Wer festfährt, darf auch buddeln. Ja, hast du selber gesehen? Da drüben ist die Straße. Und wir haben jetzt gerade den Einstieg in unseren ersten Trek gefunden. Hoffen wir zumindest. Jetzt quasi unseren ersten Aussichtspunkt erreicht. Wir werden gleich nochmal ein Stückchen zurückfahren müssen. Aber die Aussicht ist echt schon gigantisch wieder. Wir können bestimmt hier 100, 200 Kilometer in die Ferne gucken. Nichts in der Tasche. Wenn er geduldig ist, kriegt er keinen. Kann man gar nicht sehen. Hier ist so ein Haufen. Meine Vermutung war, dass das so ein kleiner Sandlöwe ist. Kann man das sehen, der da drin herum tentakelt? Da siehst du den Fühler da, ne? Ja, den Fühler sieht man schon. Und wenn da jemand am Rand ist, dann rutscht er ab und mampf. Aber dafür ist der Rand zu fest. Ja. Hier haben wir Wüsten. Ups, Schreck. Wüstensandameisen. Guck mal raus. Die anderen waren auch größer, ne? Also sehr faszinierend sind ja diese kleinen. Ja, von Weitem sieht das aus wie ein Moospolster. Aber die Dinger sind steinhart und sehen von innen aus wie eine Koralle. Übermütig wie wir waren, wollten wir die Weggabelung etwas verkürzen. Wir waren ja unten links. Und haben uns dann prompt in der Wüste verfahren. Viertelstunde Umweg ist jetzt nicht so tragisch. Jetzt sind wir wieder auf der alten Piste. Und alles wird gut. Don't lost in the desert, genau. Im Nichts steht ein Gummibaum. Wahrscheinlich. Und Hauke, ist es das, was du dir in der Wüste vorgestellt hast? Ein Teil davon. Es ist halt eine steinige Wüste. Ich möchte doch mal in die süße Wüste.
in den Dünen angekommen. Und die Kinder nutzen das auch schon ordentlich. Aber die Erwachsenen haben schon gespielt. Man sieht, dass sie immer von Busch zu Busch laufen. Irgendwo hier muss sie ja wohnen. Ich habe das Häuschen gefunden. Und hier kann man schon richtig die Pfötchen sehen, vorne mit der Kralle drin. Ich mache mal meinen Finger dazu. Schon ein bisschen größer. Vielleicht eine Wüstenrennmaus. Und hier haben wir noch eine Spur, die könnte fuchsartig sein. Also man sieht richtig einen Ballenabdruck. Sehr spannend. Jo, jetzt haben wir ein schönes Plätzchen in der Wüste gefunden. Und wie immer, man steht keine Stunde. Und schon ist irgendjemand aufgetaucht. Wer war das? Mit dem habt ihr ja geschnackt, ne? Das ist ein Schafhirte. Okay. Jetzt gibt es ein gemütliches Wüstenabendbrot. Was gibt es zum Abendessen? Also gebratene Hähnchenfilets, dazu Kartoffeln und einen leckeren Salat. Macht einen Salat. Hunger. Wir sind jetzt 5,3 Kilometer darüber und wahrscheinlich ist die Originalpiste wirklich auf der anderen Seite vom Sandfeld. Guck mal, da sind unsere Wegpunkte, ich mache die mal kleiner. Jetzt mache ich sie größer. Wo sind sie denn? Wo müssen sie kommen? Da. Da sind wir gefahren, also muss eigentlich ein Auto vorbeigehen und wieder in diese Richtung gehen. Also so rum. Da unten sind wir schon gewesen. Track-Aufzeichnung auf und wir sind jetzt da. Oh. Schnell. Wichtige Routenbesprechung. Ja. Gerade auf einer felsigen Rumpelpiste und vor uns ist wieder ein tolles Sandfeld. Und darauf fährt es sich wie auf weicher Watte. Das zeigen wir gleich. Unterschied zwischen Schotter und Watte. Hui! Auf dem Motorboot mit 1 Meter hohen Wellen. Der Seegang, genau. Hier ist Seegang. Schwerpiste ist eine Spur, oder? Hier sieht so schön aus. Wir sind die ganze Zeit heute Morgen und gestern Abend die ganze Zeit in den Dünen gewesen. Man wollte auch gar nicht rumlenken, sondern einfach durchfahren. Der macht Sinn. Thank you.
Oder ziehen. Ziehen. Und noch mehr Schwung. Stärker ziehen, Marian. Du bist doch stark. Und los. Auch die Düne hoch. Wie cool! Es hat geklappt! Das ist schlimm, wenn das mehrere Fotos hintereinander sind, Rosa? So als Filmfolge meinst du? Ja. Solche Fotos, habe ich mir noch gedacht, voll die Verarschung hier. Rosa gräbt Alf ein. Nein, aus! 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 Oder mehr, Rosa gräbt Alf aus. Wie sieht das denn da unter aus? Kann man noch was sehen? Ja, liegt auf. Auf den Tiger gelegt, würde ich sagen. Ja, genau. Liegt aber bald auf. Naja, ja, was machst du da? Einfach Luft aus den Autoreifen lassen? Nein, ich lasse Luft, weil Alf feststeckt. Wo denn? In der Sandkiste? Nein, in der Wüste. Guck. Oh, wir sind in der Wüste? Ja. Und da ist auch eine schicke Spur. Ja. Und seid ihr schon auf dem Trockenen? Nicht ganz. Wir haben jede Menge Wasser mit, wir können also mindestens noch eine Woche überleben. Ja. Geschafft, alles ist durch. Im ersten Geländegang mit 2,2 Bar auf den Reifen geht's auch, siehste. Dafür sind wir ja auch hier, um das ein bisschen auszuprobieren, welches Fahrzeug und mit welchem Druck wo durchkommt. Oh, autonomes Fahren. Na, was macht ihr da? Gut gemacht, alles geschafft, perfekt. Dann können wir ja weiter stinkern, oder? Ja, auf jeden Fall. Los geht's. Wieder Lagebesprechung. Fahren wir hier durch den Wüstensand oder fahren wir nachher anders? Ja, wir